Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Tut mir leid, falls hier ab und zu ein Auto vorbeifahren sollte, aber die Aussicht hier ist gerade eben so gut. Ich muss den Vlog jetzt hier anfangen. Ich wollte den eigentlich erst in Dubrovnik anfangen. Seit dem letzten Vlog sind 3 Tage vergangen. Wir waren jetzt auf einem Campingplatz. Der war richtig billig, richtig schön in so einer Bucht da hinten drin, irgendwie bei den Inseln. Da haben wir es jetzt ein bisschen ruhiger angehen lassen. Wir waren dann auch auf einem kleinen Ausflugabenteuer, sind mit der Fähre auf eine Insel rübergefahren. Wollten da eigentlich in den Naturpark, aber dann gab es da irgendwie keinen Bus oder irgendwas, um noch in diesen Naturpark zu kommen. Egal, dann sind wir da ein bisschen spazieren gegangen. Und wir sind halt dann auch voll in das Unwetter eben reingekommen mit der Fähre. Das war auch richtig crazy. Also voll das Erlebnis gehabt. Jetzt fahren wir nach Dubrovnik und gehen ein wenig auf die Spuren von Game of Thrones. Und wir sind gerade eben, wir sind 5 Minuten gerade losgefahren von unserem Campingplatz. Und jetzt ist hier so eine schöne Aussicht. Das wollte ich jetzt einfach nur erzählen. Jetzt geht's los. Wir sind jetzt angekommen. Der Campingplatz in Dubrovnik ist vielleicht eher keine Erwähnung wert. Hier ist halt, also was wir auch vom Taxifahrer, vom Uberfahrer mitbekommen haben, ist, dass hier alles sehr teuer ist und touristisch und sowas. Was natürlich auch klar ist, wenn mal einfach mal irgendwo in der Stadt Game of Thrones gedreht wurde, klar. Und es hat auch Weltkulturerbe. Ist halt recht teuer, die Toiletten sind sehr dreckig. Nein, es ist Weltkulturerbe. Aber jetzt bin ich verwirrt. Die Stadt ist auch Weltkulturerbe. Die Altstadt. Und habe ich schon erwähnt, dass die Toiletten hier sehr dreckig sind. Also zum Urlaub machen muss man hier nicht herfahren. Wir kochen jetzt. Und was ich noch sagen wollte, was sehr praktisch ist. Ich habe das ja auch mal auf Instagram gesagt, von wegen, dass ich so Pakete von Surplus bekommen habe. Da sind ganz viele vegane Sachen drin gewesen. Und da haben wir jetzt auch einige Sachen mitgenommen, weil es geht nicht kaputt. Und es sind richtige gute Portionen von Lebensmitteln, die gerettet werden. Ich verlinke euch das nochmal in der Infobox. Es ist keine bezahlte Werbung. Ich habe das Paket geschickt bekommen. Ich finde es eine gute Sache und deswegen erwähne ich das jetzt nochmal. Wir haben schwarze Bohnenspaghetti. Da haben wir auch schon Sojabohnenspaghetti gegessen mit thailändisch Sojasauce und sowas. Ui, und hier gibt es ganz viele Suppen. Wir haben hier einmal eine rote Beete-Birnensuppe, eine Kokos-Pastinaken-Limettensuppe. Kann man natürlich auch alle kalt essen. Die waren halt alle in diesem Paket zum Beispiel drin. Heißt jetzt nicht, dass wenn ihr ein Paket bestellt, dass die auch drin sind, aber es ist halt immer so ein Überraschungspaket. Und ein gutes Müsli war auch dabei. Von meinem Müsli, was total teuer ist. Aber es ist halt die Oster-Edition gewesen, deswegen wurde es aussortiert. War noch bis Ende 2019 war das noch haltbar. Und es wäre halt sonst weggeschmissen worden. So, jetzt machen wir uns Suppe. Ganz viel Porridge zum Frühstücken haben wir auch. Falls man sich fragen sollte, Kinder, was macht ihr eigentlich die ganze Zeit im Urlaub? Naja, also wir liegen im Bus und drücken uns Schokosauce in den Mund. Wir haben uns jetzt noch Abendessen gemacht, weil bevor wir in die Stadt reingehen und dann da Abendessen essen müssen, haben wir gedacht, wir sparen uns das Geld, weil Dubrovnik eben recht teuer sein soll. Jetzt essen wir noch fix und dann düsen wir auch schon in die Stadt nach King's Landing. Thank you.
jetzt ungefähr mit der Hälfte durch von der Stadt. Wir haben auch schon ein, zwei Sachen gefunden bei denen. Game of Thrones gedreht wurde. Da ist einmal das Tor, da ist Jamie Lannister irgendwann mal durchgegangen und dann gab es noch die Bucht, wo Sansa auch mit einem Boot angekommen ist. Das ist schon irgendwie ganz cool, dann auch mal da zu stehen, wo die ganzen Leute dann auch mal waren. Und jetzt will ich nur zu einem gezielten Punkt hingehen, zu der Jesuitentreppe. Da, wo das ganze Shame-Ding war, wo der Walk of Shame von Cersei ist. Da gehen wir jetzt hin. Dass die Süßigkeiten aus diesen Läden da, die es irgendwie überall gibt in Kroatien, so eine Massenabfertigung, irgendwie sahen die jetzt nie so richtig geil aus. Wir sind jetzt aber gerade eben mal rein und haben uns da so eine Tüte zusammengestellt. Und die sind echt lecker. Also das kann ich auch empfehlen, wenn man mal keinen Bock auf ein Eis hat oder so. Ja, also es war jetzt ungefähr wie so zwei Kugeln Eis eben hier in Dubrovnik. Und wir haben eine ganze Tüte voll. Vor allem diese Karamelldinger sind richtig lecker. Diese Würfelchen, die schwarzen und die karamellfarbigen. Katze! Wir gehen jetzt aber auch wieder nach zu Hause. Also wir sind jetzt auch relativ schnell durch alles durchgekommen und haben alles gesehen. Also ich würde sagen, Dubrovnik ist schon wert herzukommen. Also ich finde, es ist eine sehr schöne Stadt. Nicht so wie Zadar oder so, sondern hier ist wirklich alles schön und nichts irgendwie heruntergekommen oder so. Und am schönsten sind halt wirklich diese abgelegenen Gassen. Wir sind jetzt hier die ganzen Treppen hochgelaufen und dann da oben durch. Da sind auch lauter schöne kleine Mini-Vorgärten oder so ein Balkon irgendwie und dann stehen da immer so süße Gartenmöbel. Ab und zu kann man auch in die Häuser reingucken. Das ist auch ganz schön süß. Die haben auch leider kleine Küchen. Die Häuser an sich sind total klein, die Wohnungen. Also hier ist alles schön und nicht nur so die Fassade wie in Zadar. Echt so, in Zadar ist halt so, da wo alle Touristen hinlaufen, ist es schön gemacht. Und kommst du zwei Straßen weiter, ist... Sieht es halt wirklich so aus, als wäre das, weiß ich nicht, als... Oh, gut, dass der festgebunden ist. Ja. Ich kann nur so was passieren. Jetzt sind wir fertig mit runterfahren, jetzt geht's wieder nach oben und jetzt machen wir nur noch an der Küstenstraße irgendwo Halt. So, es ist jetzt der nächste Tag und wir sind jetzt genau in Berufsverkehr gekommen, in Rush Hour. Und das ist einfach um 11, es ist Viertel nach 11. Und hier ist Rush Hour, das ist das Lustige, das hat uns auch der Taxifahrer erzählt. Der Taxifahrer hat uns ganz schön viel erzählt. Ich habe noch nie so viele Autos in Kroatien gesehen. Wir sind jetzt an der Küstenstraße entlang gefahren, weil wir gedacht haben, so, wir düsen jetzt nicht einfach so komplett auf der Autobahn zurück, weil Autobahn ist halt einfach super teuer. Du zahlst ja irgendwie so für 150 Kilometer oder so, das haben wir immer ungefähr 9 Euro gezahlt. Und das waren immer nur so kurze Etappen. Und die Küstenstraße runterzufahren ist total schön. Und hier gibt es halt dann immer so richtig kleine Campingplätze, die super billig sind und halt direkt am Meer. Das heißt, wir gucken hier aus dem Fenster raus und haben halt ein ganz schönes Panorama quasi. Leute, es passiert nun endlich, wir campen wild. Wir sind jetzt hier einfach die Küstenstraße entlang gefahren. Irgendwann, das ist so eine Art Rastplatz. Hier riecht es auch ein bisschen nach Pipi, deswegen stehen wir da. Ab da riecht es irgendwie nicht mehr nach Pipi. Naja, auf jeden Fall ist es so schön hier. Hier standen auch gerade eben noch Hamburger, die stehen jetzt da hinten, weil es eben hier nach Pipi gerochen hat. Aber guckt euch mal diese Aussicht an. Und das kostenlos. Wir gucken jetzt mal, ob was passiert, ob irgendwer kommt und sagt so, Leute, ihr dürft ja nicht stehen. Die Hamburger haben gesagt, die campen seit 2,5 Wochen wild und sparen sich das Geld vom Campingplatz, was halt einfach so viel Geld ist. Also ich habe auch gerade eben gesagt, das meiste Geld haben wir einfach beim Campingplatz gelassen. Was ich echt sagen muss, ist, dass spontan einfach irgendwo drauf losfahren und gucken, wollen wir da halten oder da halten, ist so viel lustiger und spaßiger, als so feste Ziele zu haben. Klar, feste Ziele sind auch wichtig. Jetzt so das Zurückfahren ohne Ziel ist
so spaßig. Vor allem irgendwie kommt die Fahrerei dann auch nicht so lange, kommt einem die Fahrerei nicht so lange vor. Weil man ja eben nicht weiß, wie lange es noch ist. Und so guckt man immer auf die Uhr und denkt sich so, oh, noch 3 Stunden. Naja. Jetzt hat die Reise hier angefangen, jetzt endet sie auch hier. Ich habe ganz vergessen noch zu sagen, dass der Vlog jetzt vorbei ist. Viel erlebt haben wir eigentlich nicht mehr. Ich hoffe, es war interessant und schön und inspirierend vielleicht. Okay, tschüss.